Show Me the Money, Honey, Folge 144. Show Me the Money, Honey.de. Der Digital Money Maker Erfolgspodcast. Rund um so viel mehr als nur Geld. Für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Gunnar Kessler. Liebe Digital Money Maker und Erfolgsfreunde, dies ist Teil 2. Dieses genialen Interview. Ich wünsche dir viel, viel Spaß. Wenn du das vorhergehende, die vorhergehende Folge, den vorhergehenden Teil noch nicht gehört hast, dann geh jetzt direkt zurück und hörst dir direkt an, bevor du hier Teil 2 findest. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich freue mich auf ein riesig geniales Interview, was dir wahnsinnig viel Wert liefern wird. Alles klar, auf geht's. 3, 2, 1 und los. Das ist es, Gunnar. Und ich habe die Erfahrung ja auch immer so gemacht. Vor allem, ich kriege das an bei mir ja oftmals auch mit, wobei ich ja sehr reduziert mit materiellen Dingen in der Öffentlichkeit bin. Also viele wissen das ja, ne? Also was ich so Auto fahre und weiter. Aber die Menschen, die oftmals kritisieren so etwas und sagen, hey, solche Proller und solche Protzer, sind oftmals Menschen, die es viel einfacher haben, Kritik an jemand anderen auszuüben, um ihr eigenes Scheitern recht zu fertigen. Genau. Und Dirk, den wir ja beide kennen und schätzen, wissen wir, der sagt ja auch sehr oft, Kritik sagt über den eigenen Menschen, der es sagt, viel mehr aus über die Person, die die Kritik bekommt. Und früher, ich war damals 21, wie ich meinen ersten Sportwagen gekauft habe, das war damals ein R8. Ich weiß ja noch die Geschichte, ich kann mich so erinnern dran. Ich habe damals meinen uralten Audi A4 mit fast 200.000 Kilometer damals zum Service gebracht und da war der R8 damals die Premiere und den haben sie dort hingestellt gehabt und das war so ein Grund, wo ich angefangen habe, nachzudenken, selbstständig zu werden. Denn ich habe das da, also ganz am Anfang war das so, da habe ich das Auto dorthin gebracht und dann stand er da und ich gucke den so an und dann kommt so ein schmieriger Verkäufer, musst du dir vorstellen, wie man ihn überhaupt nicht leiden kann, so, und kommt dann zu mir und sagt, du, ich sperre dir das Auto sehr gerne auf. Kannst dich gerne mal reinsetzen, weil fahren wirst du das Auto sowieso nicht. Also, wirklich, vielleicht ein paar Jahre älter wie ich. Und ich habe gedacht, so ein Schwein. Und auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, so, er hat aber recht. Mit dem, was ich jetzt tue, werde ich mir das Auto niemals leisten können. Aber das war so geil, in dem Auto zu sitzen und dieses Lenkrad zu fühlen und die Ledersitze. Und das war das erste Mal konfrontiert, Dominik, du kannst dir das nicht leisten. Und es war für mich so ein Ding, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt irgendwas finden, mit dem ich mich selbstständig machen kann und wo ich richtig Gas geben kann, weil ich will nie wieder in mein Leben, dass eine andere Person mir vorschreibt, was sie tun und lassen kann oder ob ich mir was leisten kann oder nicht. Also klar war das für mich auch ein Antrieb. Im ersten Moment habe ich gesagt, hey, du, ich will Geld verdienen und ich will richtig viel Geld verdienen. Und auch heute, wenn mir die Leute sagen, hey, was ist so dein Ziel oder wo geht die Reise hin? Und wenn ich zu denen sage, hey, ich weiß, dass es möglich ist, mit dem, was da ist, im Monat 7-stellig netto zu verdienen, dann sagen die zu mir, schämst du dich nicht? Sage ich, du, ist ganz einfach. Es ist nicht das Geld, das verdient wird am Ende des Tages. Und es gibt dann niemals zu viel Geld verdienen, sondern es gibt nur zu viel Geld, das unnötig ausgegeben wird. Denn wenn du mir die Frage stellst, nach dem Motto, schämst du dich nicht, das zu sagen, dann setze ich dich gerne auf meine Kosten ins Flugzeug, schick dich rüber nach Äthiopien zu den Kindern, wo alle paar Stunden, Tage, Wochen massiv viele Menschen sterben, weil sie nicht gesegnet worden sind mit Bildung, mit Gesundheitssystem und den ganzen Möglichkeiten, die wir haben. Und dann kommst du zu mir nochmal zurück und dann frag ich dich dann, schämst du dich nicht, dass du gesagt hast, viel Geld zu verdienen ist schlecht? Denn Gunnar, ich kenne fast kaum jemanden, der sehr erfolgreich ist in dem, was er tut, der nicht Gutes bewirkt und der nicht im Menschenleben von anderen gravierende Unterschiede macht. Also ob das das Thema wie jetzt Zeit, denn wenn bei dir die Leute den Lambo sehen, ja, dann sehen sie nur den Lambo. Die sehen aber niemals die Tränen, den Blutschweiß, den wir für dieses Ergebnis erbringen haben müssen. So den Preis müssen wir sowieso immer im Vorfeld bezahlen. Aber niemand fragt, hey Gunnar,
wie viele Menschenleben hast du positiv verändert, dass du dir dieses Auto leisten kannst? Richtig. Das ist nämlich auch noch ein Symbol dafür. Das ist ein Symbol dafür, dass ich vielen, vielen tausend Menschen geholfen habe, ihr Leben zu transformieren. Und dafür, weil Geld ist für mich der Maßstab für den Wert, den wir anderen liefern. Und wenn ich Summe X verdient habe, dann steht auf der anderen Seite so und so viele Kunden, deren Leben positiv beeinflusst wurde. That's it. Das ist das Symbol dafür. Und weißt du, wenn man immer sagt, wenn so diese Protzvorwürfe, ja, die kommen ja immer wieder. Selbst wenn es diesen Eindruck macht auf andere, ich bin einem Typen, der vor vielen, vielen Jahren geprotzt hat, ja, den ich damals als Protzer angesehen habe, bin ich super dankbar. Ja. Weil ich werde es nie vergessen. Es kommt ein super geiler Sportwagen, ich weiß nicht mehr, ob es ein Ferrari oder ein Lambo war, ja, kommt an, parkt ein, es steigt ein Typ aus, normalo, ja, da steigt eine Frau vom Beifahrersitz, da ist mir die Kinnlade runtergeklappt. Und ich gucke das so an und offensichtlich muss ich auch so ausgesehen haben mit Kinnlade runter. Und der Typ sieht das so und sagt, geiles Leben, was träumst du von? Und geht weg. Also ähnlich wie bei mir. Und ich dachte mir, weißt du was? Ja, du hast recht, ich träume davon. Und du hast nichts, was ich nicht auch habe. Und du kannst nichts, was ich nicht auch kann. Und deswegen gibt es auch keinen Grund, warum ich das nicht auch schaffen werde. Und es war immer wieder dieses Ding, wenn der das kann, kann ich das auch. Und ich denke, Gunnar, da bist du ja auch 100% meiner Meinung, oder lass mir dir die Frage stellen, wie du dazu stehst. Ich gehe mal davon aus, die These ist fest zu sagen, dass die Möglichkeiten heute, in der wir leben, noch nie günstiger waren, um mit einer Leidenschaft, die ich selber habe, Geld zu verdienen. Egal, ob das 400 Euro sind, ob es 1500 Euro sind. Du hast heute die Möglichkeit, egal wo du aktiv bist, wenn du eine Leidenschaft hast und du sagst, hey, ich will meine Leidenschaft zum Beruf machen. Du hast Facebook, du hast Instagram, du hast YouTube, alles kostenlose Methoden, mit denen du ganz einfach deine Leidenschaft an deine Zielgruppe verteilen kannst. Und du kannst diese Medien alles nutzen, um dir Wissen aufbauen zu können, über Podcast, über dies, über jenes, um einfach Unternehmer-Mindset zu bekommen. Und jeder Unternehmer hat über diese Medien, die wir heute haben, die Möglichkeit zu wachsen, egal in welcher Dimension und Einkommensschicht du bist. Also, was sagst du zu dem Thema? Also du, weißt du, wenn ich mir zurückdenke an meine Jugend, ja, ich bin inzwischen schon 40, auch wenn ich aussehe wie 23. Ich bin inzwischen 40 und wenn ich zurückdenke, als ich 20 war, welche Möglichkeiten gab es damals, um reich zu werden, um Geld zu verdienen, um sich zu bilden? Weißt du, was ich damals machen musste? Da habe ich festgestellt, dass es keine deutschen Bücher gibt, wo viel über Unternehmertum drinsteht, wo viel über Mindset drinsteht, was ich lernen muss. Dann musste ich mir ein englisches Buch kaufen, konnte kein Englisch und musste das wortwörtlich mit einem einfachen Übersetzer jedes Wort einzeln übersetzen. Das war mega Aufwand. Ja, da gab es auch dann keine Tools, kein nichts. Es gab quasi nichts. Heute gibt es erstens im deutschsprachigen Bereich jede Menge Wissen, was da ist. In geilen Podcasts wie dem hier, in Büchern, in Online-Kursen, auf YouTube. Überall ist dieses Wissen verfügbar. Ich muss nur hingehen und es mir anhören. Brauche nichts mehr übersetzen. Es ist alles da. In Massen, ja, fast schon in Übermaßen. Es ist alles da. Es war noch nie so ein. Und dann das Ganze umzusetzen. Ey, wenn ich vor 20 Jahren auf die Idee gekommen wäre, ich helfe, nehmen wir das Beispiel, womit ich angefangen habe. Ich helfe BMW-Fahrern. Ja? Dann, ja, schön. Vor 20 Jahren hätte ich, Internet war damals noch nicht so wirklich existent. War gerade in den Kinderschuhen. Da war keiner drin, der irgendwas gekauft hat. Da hätte ich losgehen müssen und jedem BMW-Fahrer einen Zettel an den Scheibenwischer stecken. Ja, aber wie viel BMW-Fahrer hätte ich denn dann erreicht? Ich wäre ja nicht quer durch Deutschland gefahren, hätte an jeden BMW einen Zettel gesteckt. Das war unvorstellbar. Ja, heute, und dann war irgendwann, okay, dann kam das Internet. Dann musste ich eine Webseite bauen, da musste ich programmieren lernen. HTML und so ein Shit. Ja, und dann war das immer noch total schwierig. Weißt du, was ich heute machen würde? Dasselbe Idee. Da gehe ich zu irgendeinem Online-Baukasten. Der ist so einfach wie ein Word-Dokument.
Dann nehme ich einen Zahlungsanbieter, den es auch vor 14 Jahren noch nicht gab, Digistore oder was auch immer, packe da einen Link drauf und kassiere automatisch die Kohle. Dann gehe ich zu Facebook, wo die BMW-Fahrer unterwegs sind, in verschiedenen Gruppen und Foren und erzähle ihnen dort von meiner Lösung. Bis jetzt habe ich noch keinen Cent bezahlt dafür. Da habe ich vielleicht mal einen Tag Arbeit investiert. Dann gehe ich dahin und schon kann ich Geld verdienen. Ja. Mit einer Lösung, die ich anderen Menschen helfe. Das war vor 20 Jahren undenkbar und vor 10, 14 Jahren, wo ich angefangen habe, war es super schwer. Heute gibt es super einfache Tools. Du machst Klick, 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 alles zusammengestellt, los geht's. Ja. Wir leben in den so saugeilsten Zeiten ever, auf die, also die Generation vor uns, unsere Eltern, unsere Großeltern, die hatten keine Chance, gemessen an dem, was wir heute haben. Heute, also ganz ehrlich, wer heute nicht das Leben führt, wovon er träumt, der hat verdammt nochmal was falsch gemacht. Die Möglichkeiten sind da. Die sind Abundance, sagt man im Englischen. Im absoluten Überfluss sind die Möglichkeiten da. Jeder hat die Möglichkeit, heute und überall alles sein zu können und haben zu können. Das Einzige, weißt du, es ist eine Frage. Liegt es daran, dass die Strategie fehlt? Nee, die sind da. Die teilst du mit deinem Podcast, die teile ich mit meinem Podcast, die teilen wir in unseren Produkten, die Strategien sind da. Das Einzige, was heute noch abhält, davon erfolgreich zu sein, ist Faulheit. Yes, 100%. Einfach nur Faulheit. Die Strategien und Möglichkeiten sind da. Wenn du nicht hast, was du willst, bist du zu faul, das Nötige zu tun, um es zu bekommen. Punkt. Und dafür stehe ich. Und ich weiß, damit trete ich vielen auf den Schlips und dafür werden mich viele hassen. Aber wach auf, es ist einfach mal das, was wahr ist. Die Möglichkeiten sind in Massen da. Die Frage ist nur, warum machst du es nicht? Warum machst du es nicht? Ja, exakt. Also ich kann das nur unterstreichen, was du sagst. Also ich sehe das ja im Network-Marketing ja genauso. Also da überall zählen dieselben Regeln. Also ob das jetzt Network-Marketing ist, ob es Online-Marketing ist, ob es Vertrieb, egal was es ist. Also genau das, was du gesagt hast. Wenn du nicht da bist, wo du hin willst, dann liegt es einfach daran. Da gibt es zwei Gründe. Ja. Das sag ich mal. Und ich komme ja... Im März jetzt kommt mein neues Buch. Das Buch heißt schlicht und einfach Geld. Die drei Schritte zu Reichtum, Freiheit und Glück. Und da drin gehe ich auch ganz klar und rede absoluten Klartext. Wenn du nicht hast, was du willst, liegt es an einem von zwei Gründen. Entweder du weißt nicht, wie du es bekommst. Das nennt man dann Dummheit. Du bist Unwissenheit. Ja, Unwissenheit wäre das schönere Wort. Ich habe es Dummheit genannt. Und weißt du, was das Geile an Dummheit und Unwissenheit ist? Es ist total schnell heilbar. Ja? Früher haben wir in der Schule immer gesagt, bist du lieber dick oder dumm? Und haben alle gesagt dick, weil ich kann ja abnehmen. Ich würde sagen, ich wäre lieber dumm, weil gegen Dummheit kann ich innerhalb von einem Tag was tun. Ich höre mir einen Podcast an, ich lese ein Buch, ich kaufe mir einen Kurs und schon ist meine Dummheit-Geschichte, ja, super, 30 Kilo an einem Tag zu verlieren. Okay. Dummheit ist heilbar. Das ist das Geile an unserer Zeit. Dummheit ist sofort heilbar. Okay, wenn das die Dummheit dann nicht ist, die Unwissenheit, dann heißt es einfach, okay, du weißt, was du machen musst, um es zu bekommen, oder du weißt zumindest, wo es steht und wo du das Wissen herbekommst. Wenn du es dann immer noch nicht machst, dann ist es ganz klar Faulheit. Ja. Du machst es nicht. Das ist ja, überleg mal, den Wahnsinn zu wissen. Ich weiß genau, was ich tun müsste, um das zu bekommen, was ich haben will, aber ich tue es nicht. Das ist absolute Faulheit. Und weißt du, was cool ist? Auch gegen Faulheit kann man sofort was machen. Da kann man nämlich sofort handeln. Das heißt, egal, wenn du noch nicht hast, was du willst, identifiziere, weiß ich bereits, was dafür nötig ist? Wenn nein, kann ich ganz schnell was dagegen tun. Wenn ja, ich weiß, was dazu nötig ist, dann muss ich es ja nur noch machen. Und schon, bumm, schon bist du auf dem Weg dahin, das zu bekommen, was du willst. Und Wege dazu stehen im Buch, dann jede Menge drin. Lieber Gunnar, also wie gesagt, ich könnte ja mit dir stundenlang quatschen, weil da so viele Parallelen sind und weil es mir immer so Spaß macht. Du hast gerade angesprochen, im August kommt dein Buch. Im März, wir sind so gut wie da. Es ist so gut wie da. Ah, es ist so gut wie da. Das heißt, ich packe einfach den Link zu deinem Buch in die Shownotes rein. Und bald ist da, ja.
Sobald es da ist, haue ich das Ding einfach nochmal über Instagram und über Facebook und Co. raus. Sehr geil, da freue ich mich riesig über die Unterstützung. Ja, sehr, sehr gerne. Und ja, du hast ja mit mir ein Gentleman's Agreement gemacht und hast mir die Möglichkeit gegeben, in den Shownotes einen Link reinzupacken. Genau. Kostenloser, exklusiver Zugang zu Gunnar Kessler. Magst du dazu noch was sagen? Also, ja. Warum soll derjenige, der jetzt gerade zuhört, ob das Top-Unternehmer, Vertriebler, Führungskraft oder Angestellter ist, warum soll ich auf den Link klicken und mir einen kostenlosen Zugang zu dem, was du anzubieten hast? Der Kurs, den ich gerne, ich habe einen Kurs, der heißt Reichtumsquelle Internet. Der zeigt genau, wie ich über das Internet reich geworden bin. Wie ich das Internet heute nutze, seit Jahren nutze und jeden Tag und auch nicht die weitere 10, 20, 30, 50 Jahre, wenn ich noch so alt werde, nutzen werde, um Einkommen zu generieren. Das ist da alles schön dokumentiert. Den gibt es auf meiner Webseite zu kaufen, kann sich jeder gern kaufen. Oder ich fange einfach als Geschenk an deine Zuhörer, an die Leute, die hier dabei sind, sagen wir einfach, ihr kriegt so einen Zugang von mir kostenlos. Einfach, um euch zu zeigen, was möglich ist im Internet. Und jetzt kommt noch eins. Im Internet, diese Reichtumsquelle Internet kannst du nicht nur nutzen, um erfolgreich Infoprodukte oder andere Produkte übers Netz zu vertreiben. Hier geht es um Network Marketing. Was ist denn das große Problem der meisten Network Marketer? Denen fehlen Leads, Kontakte. Mhm. Ja, interessierte Kontakte. Und ganz ehrlich, die Strategien, die ich nutzen kann, um Produkte im Internet zu verkaufen, die kann ich doch auch nutzen, um Interessenten und Kontakte zu knüpfen. Im Internet, übers Internet. Und dann über das Internet die Leute automatisiert vorzuqualifizieren und als Network-Marketer nur noch mit denen zu sprechen, die auch wirklich wollen. Und genau das, die Strategien dazu, sind in diesem Reichtumsquelle Internet. Und deswegen habe ich das mitgebracht, dass jeder sich das runterladen kann, damit jeder das versteht, was möglich ist und wie er dieses Mysterium Internet, was wir alle so wunderbar nutzen, zum Geld ausgeben, denn jeder von uns hat wahrscheinlich diese Woche schon irgendwas bestellt im Internet, wie wir das auch nutzen, um Geld und Einkommen zu generieren. Und das Internet ist unendlich groß, deswegen Reichtumsquelle Internet. Perfekt, Gunnar. Ich danke dir von Herzen für die Möglichkeit und natürlich auch für die Zuhörer, dass du ihnen die Möglichkeit gibst, über den Link kostenlos den Zugang dazu zu bekommen. Deswegen, lieber Zuhörer, unten in den Shownotes bekommst du den Link und diesen kostenlosen Zugang. Und Gunnar, ich darf mal behaupten, dass das bestimmt nicht das letzte Interview zwischen uns zwei waren. Hoffentlich nicht. Im Podcast von mir und im Podcast von dir. Also wie gesagt, sehr gerne und vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast. Ich weiß, du bist jetzt gerade in Endspurt am Weg nach Mexiko. Deswegen vielen Dank, dass du bei dem straffen Zeitplan, den du hast, den Network Marketing Podcast, das Interview mit mir eingeplant hast, und vielen Dank für den großartigen Content. Und das letzte Wort, lieber Gunnar, geht an dich. Ja, also ich kann nur eins, ich möchte gerne mit einem Zitat schließen von einem wirklich erfolgreichen Menschen, der das mein Leben verändert hat. Und vorher jedoch gern noch der Appell, schaut doch gerne auch mal auf meinen Social-Media-Kanälen vorbei. Ihr findet mich als Gunnar Kessler bei Instagram, bei YouTube, bei Facebook. Der Podcast Show Me The Money, Honey ist zu finden auf showmethemoneyhoney.de, auf iTunes, auf Spotify, überall. Hört mal rein. Auch das Interview mit dem Dominik, unglaublich cool gewesen. Du hast ja gesagt, ich habe dich ausgequetscht, wie es noch keiner getan hat. Leute, hört euch das an. Ist eine geile Doppelfolge. Und ja, das Zitat, was ich gerne jedem mitgeben will, was mein Leben verändert hat, ist einfach, es hat einer gesagt, weißt du, jetzt erwarten alle, jetzt kommt hier Henry Ford, jetzt kommt hier Richard Branson. Nein, das war, wir kennen ihn alle, der Comedian Mario Barth. Der hat nämlich einen Slogan, wenn du dir den zu Herzen nimmst, verändert der dein ganzes Leben. Der heißt schlicht und einfach, nicht quatschen, machen. Und das ist das Problem, was die meisten Menschen haben. Die labern den ganzen Tag und machen nichts. Und wenn du das änderst, nicht quatschen, machen, dann geht's los. Weil wir haben, jetzt pass auf, wir haben in unserem Körper einen Mund und zwei Hände. Die meisten labern, als hätten sie 20 Münder und nur eine Hand.
Ich sag, du hast einen Mund, zwei Hände, nutz es in diesem Verhältnis. Mach zweimal mehr, als du laberst und dann steht deinem Erfolg auch nichts im Weg. Also Leute, nicht quatschen, machen. Vielen lieben Dank, das war Gunnar Kessler und vielen Dank fürs Zuhören. Ja, Gunnar Kessler und dein Dominik Fürthbauer. Ciao. Das war die neueste Folge von Show Me The Money, Honey. Ich hoffe, es hat dir gefallen und bitte dich darum, lass uns bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung da. 4 Sterne werden von iTunes schon abgestraft. Gib uns eine 5-Sterne-Bewertung, teile den Podcast, like den Podcast, verteile ihn auf Facebook, schick ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, die Message zu verbreiten. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Abonniere den Podcast, teile ihn mit deinen Freunden und wir hören uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Show Me The Money, Honey. Show me the money, honey. Yeah, digital money.